Winterpause. Und es lief doch gut. Das war eine gute Hinserie. Konnte ich ja bisher noch nicht so oft sagen. In meinen letzten Jahren hier. Dann machen wir jetzt auch mal die üblichen Feierlichkeiten. So ein Verbandsfest hier auch mal. Mal so ein Jugendtag. Und so weiter und so fort. Danach haben die Spieler, denke ich mal, ein paar Tage Urlaub. Und danach gucken wir mal, wie es so weitergeht. Kein Talent gefunden. Essen war lecker. Fenella und Kedira vertragen sich wieder. Gibt nichts zu meckern. Leute vom Verband kommen nicht. Jugendspieler hat sich verbessert. Die Fans sind der Meinung, es gibt noch einiges zu verbessern. Sie können sich ruhig ein wenig mehr anstrengen. Die Jugendarbeit wird jedoch sehr gelobt. Vorstand sieht das anders und vertraut mir zu 100% nach wie vor. Boris Vukcevic geht von Eintracht Frankfurt zu Inter Mailand. Alexander Huber von Union Berlin zum Karlsruher SC. Und Jeff Gyasi von Borussia Dortmund 2 nach Preußen Münster. Ein paar Spieler haben hier noch ein Länderspiel. Ich werde mich jetzt mal mit der Vertragssituation befassen. Wie der Kader in der nächsten Saison so aussieht. Der Herr 4... Der ist im Moment doch ausgeliehen. Wie sieht es denn da so aus? Kriegt schon wieder überhaupt keine Spielpraxis. War schon mal ausgeliehen, doch, glaube ich, an Erfurt. Dani gespielt. Hat den Chemnitz jetzt auch noch kein einziges Spiel gemacht. Also das läuft. Läuft nicht, läuft nicht, läuft nicht. Ansonsten habe ich hier Verträge, die auslaufen. Kedira läuft aus. Ich habe jetzt gerade den Überblick verloren, ob ich irgendwelche Spieler schon quasi verkauft habe. Oder ne, Kediras Vertrag läuft aus. Mein Talent ist Mittel, ich versuche ihn mal zu halten. Warum nicht? Emre Can, Stammspieler. Ich will seine Stammplatzgarantie rausnehmen. Die wurmt mich nämlich. Oh, er ist zufrieden mit seinem Vertrag. Er will jetzt noch gar nicht verlängern. Ah, haben wir noch Zeit. Holzhauser. Würde ich mit verlängern. Ibisevic beendet seine Karriere. Er ist doch noch nicht so alt, oder? 33. Ja gut, manche beenden ihre Karriere mit 33. So in den letzten Jahren. Zum Beispiel Frank Baumann. Oder Tim Borowski hat seine Karriere ja noch im noch jüngeren Alter beendet. Das ist aber so. Viele spielen eher doch noch bis Mitte 30, denkt man. So, Kedira. Würde ich doch... Er ist 23 Jahre alt, solide würde ich um 3 Jahre verlängern. Ausstiegsklausel möchte ich eigentlich nicht, nein. Ausstiegsklausel gibt es bei mir nicht. Obwohl, wie viel ist er wert? Ich weiß nicht, ob er sich zum Stammspieler entwickeln wird. Ist 4 Millionen wert. Nö, die Ablöse. Ausstiegsklausel, die möchte ich gern raus haben aus dem Vertrag. Kriegt er jetzt aber auch 1-Millionen-Gehalt. Passt ihm aber nicht so ganz. Bisher hat er diese Ausstiegsklausel. Ne. Verhandlungen sind gescheitert. Ob das jetzt seine Motivation drückt, weiß ich nicht. Ob er sich jetzt nicht wertgeschätzt fühlt. So, Holzhauser. 24 Jahre alt. Möchte ich auch um 3 Jahre verlängern. Da ist jetzt auch keine Ausstiegsklausel geplant. Kriegt 1 Million Gehalt, wenn ihm das schmeckt. Kriegt ihm auch nicht. Was wollen die denn hier? Hat 1,5 Millionen. Reicht ihm auch nicht. Muss ich wohl nochmal mit denen das Gespräch suchen. Miguel Frechhaut rückt als neuer Spieler in die Jugendmannschaft auf. Transfers. Benjamin Förster geht von Düsseldorf nach Gladbach. Mal gespannt. Holzhauser, Motivation 82. Ich weiß ja nicht, wie die Motivation vorher war. Ob die jetzt gesunken ist. Und wer, wo ist denn hier der andere Herr, mit dem ich verhandelt habe? Hier, Kedira, der Verletzte. Motivation 90. Ich gucke jetzt mal bei den anderen, ob die Motivation bei denen höher ist. Poletanovic hat auch 90. Soares 100. Savic 100. Felipe Lopez 100. Vielleicht ist da die Motivation so ein bisschen gesunken. Friesenbichler 100. Ich glaube, das liegt schon daran, an der Vertragsverhandlung. Ein auslaufender Vertrag, der drückt ja auch ein bisschen aufs Gemüt teilweise. Ach, Gentner, mit Gentner will ich doch gar nicht verhandeln. Kedira, so, probieren wir es halt nochmal.
Jan will immer noch nicht Holzhauser. Probieren wir es doch nochmal. Jetzt habe ich noch keine Termine angesetzt. Das mache ich dann in der Woche danach, die Freundschaftsspiele und das Trainingslager. So, Khedira. Dann kriegt er halt seine Ausstiegsklausel. Mein 14,4 Millionen, das ist mehr als das Vierfache von dem, was er aktuell wert ist. Sag mal, für 15 Millionen kann er gehen dann. Irgendwann. Ihm das so wichtig ist. Nö, passt immer noch nicht. Vielleicht ist es nicht daran gescheitert. 1,6 Millionen. Was verdienen denn die anderen so? Okay, damit wäre er schon ein Spitzenverdiener. Und dafür ist er eigentlich nicht die Stammkraft, die das verdient. Das würde die Gehaltsstrukturen schon ein bisschen zerschießen. Nee, das sehe ich nicht ein. Und dann kriegt er 500.000 Euro Handgeld. D-Mark meine ich. Reicht ihm immer noch nicht, dann kriegt er halt 1 Million D-Mark Handgeld. Obwohl, das ist das wert, das ist ja fast ein Jahresgehalt. 900.000, so komm. Nö. Ich weiß nicht, ob wir uns da einigen können. Holzhauser, ich meine, der ist eher Stammkraft, der spielt mehr. Dann, auch wenn es so, er hat jetzt 2 Jahre verlängert, ist jetzt auch natürlich auch einer der Spitzenverdiener. Aber die Gehaltsstrukturen werden sich dann wahrscheinlich bei bleiben, wenn der Erfolg bleiben sollte, eh nach oben verschieben. Sie versteigern über einen Radiosender ein Trikot mit den Unterschriften aller Spieler ihres Vereins. Das kommt 20.000 Mark für einen guten Zweck zusammen. Das kommt natürlich gut an. Ömer Toprak von Real Madrid verpflichtet. Den habe ich da auch lange trainiert oder eine Weile trainiert. 20,34 Millionen an FC Bayern. Im Gegenzug verpflichtet Bayern Walter Welker vom deutschen Meister 1. FC Nürnberg und bezahlt dafür 34,07 Millionen Mark. Kevin Wimmer wechselt von Hannover 96 zu Girondins Bordeaux. Wimmer Toprak von Bayern nach Real Madrid, wie wir gerade gehört haben. Lukas Sinkewitz von Lautern nach Cottbus. Walter Welker von Nürnberg nach Bayern. Andreas Vogelsammer von Bochum nach Hansa Rostock. Younes wird umworben von jemandem. Ich guck mal, ob die Motivation von dem Khedira immer noch weiter sinkt. Aber ich kann mir dann nicht vorstellen, dass er bei mir bleiben wird. Ich probiere es dann irgendwie demnächst nochmal, aber... So, jetzt gibt es erstmal hier das Programm für die Winterpause. Wann fängt es denn wieder an? Anfang Februar. Trainingslager gibt es dann jetzt. In Davos. Im Trainingslager gibt es 2 Freundschaftsspiele. Gegen Wacker Burghausen. Und gegen Preußen Münster. Außerdem machen wir jetzt ein Hallenturnier. Da machen wir ein eigenes. Da laden wir ein den SC Pfullendorf, 1860 München, FC Chemnitz, Alemannia Aachen, FSV Mainz und unsere zweite Mannschaft. Entschuldigung, und den VfC Plauen. So, Nürnberg ist an Younes investiert. Direkt das Geld, was sie für Walter Welker bekommen haben, auf den Kopf hauen oder was. So, dann wird sich sein Gehalt wahrscheinlich auch noch oben verschieben. Ich ihn auch gerne halten würde. Er hat noch Vertrag bis 2019. Hat er eine feste Ablösesumme? Nicht. Da könnte ich auch erstmal gucken, was sie mir so bieten, aber... Nö. Das ist ein Spieler, den ich eigentlich auf jeden Fall behalten möchte, von daher... Auch 1,6 Millionen wie Holzhauser. Okay, muss ich noch weiter hochgehen. Lege ich mal 300.000 Mark Handgeld auf den Tisch. Einen kleinen Schein. Da steigt Nürnberg aus. Er bleibt beim VfB Stuttgart. Das Turnier gewinnt der FC Chemnitz. Wir sind in der Gruppe A, haben wir gegen Pfullendorf 6-1 gewonnen.
gegen Chemnitz 4:2 gewonnen und gegen 1860 6:1 gewonnen, mit 9 Punkten souverän sind wir weitergekommen, wie auch Chemnitz. In der zweiten Gruppe ist Stuttgart 2 mit 7 Punkten weiter und auch Plauen. Im Halbfinale haben wir gegen Plauen 0:0 gespielt, aber scheinbar das 9-Meter-Schießen dann verloren. Und Stuttgart 2 hat auch verloren. Im Finale hat dann Chemnitz gegen Plauen gewonnen. Interessant. Spiel um Platz 3. 9-Meter-Schießen um Platz 3. Stuttgart gegen Stuttgart 2. Und Stuttgart 2 hat gewonnen. Aber was soll's. Vedat Ibisevic, der beste Torschütze. Wir haben 370.000 Mark verdient. Schöne Sache. So, jetzt die Auf- und Abwertung. Hab ich ja ganz vergessen. Das wird spannend. Da haben mir jetzt ja einige in den Comments schon erläutert, wie das mit den Auf- und Abwertungen so abläuft. Da danke ich natürlich für. Sven Ulreich bleibt bei Stärke 10. Lars Plettenberg bleibt bei Stärke 6. Steffen Lammert bleibt wahrscheinlich, wird hochgelevelt auf 12, aber seine Stärke ist durch sein Talent auf 11 beschränkt. Savic bleibt bei Stärke 10. Bruno Soares wird von 9 auf 10 hochgelevelt. Sein Talent beschränkt es allerdings auch auf 9, sodass es auch hinfällig ist. Felipe Lopez bleibt bei Stärke 9. Fennell ebenso. Fitztum bleibt auch bei seiner Stärke 9. Nico Wolf wird hochgelevelt von 10 auf 11 und das wird auch, das klappt auch, die erste Aufwertung wunderbar. Horst Hollen bleibt bei Stärke 10. Günther Franke wird hochgelevelt von 9 auf 10. Armin Younes bleibt bei seiner Stärke 10. Thomas Ewen wird von 8 auf 9 hochgelevelt. Wunderbar, die Mannschaft entwickelt sich doch bisher gut. Traoré bleibt bei Stärke 9. Barnetta bleibt bei Stärke 9 ebenso. William Quist, wusste ich gar nicht, dass er schon 32 ist, wird aufgelevelt von 10 auf 11, ist aber durch sein Talent auf Stärke 10 beschränkt. Christian Gentner, gut in Form gerade auch. Bisher noch keine Abwertung. Christian Gentner bleibt bei Stärke 10. Rani Khedira, das ist die Frage, ob ich ihn behalte. Zähe Verhandlungen, bleibt bei Stärke 10. Emre Can bleibt auch bei Stärke 10. Raphael Holzhauser, dem haben wir frisch verlängert, bleibt auch bei Stärke 10. Marco Politanovic bleibt bei seiner Stärke 8. Vedat Ibisevic in seinem letzten halben Jahr. Wird er vielleicht nochmal abgewertet? Nein, er bleibt bei Stärke 10. Kevin Friesenbichler wird hochgewertet von 8 auf 9. Sogar von 8 auf 10. Sein Talent beschränkt seine Stärke aber auf 9, aber immerhin auch einen Punkt gestiegen. Und Stefan Kießling, wird der abgewertet? Nein, er bleibt bei Stärke 10. Marco Maletic aus der Jugend, aus der zweiten Mannschaft, hochgezogen, bleibt bei Stärke 7. Das heißt, einige Aufwertungen, zwar nicht so ganz so viele, wie ich es gern gehabt hätte. Wir haben ja viermal gehabt, dass es durch die Stärke beschränkt wurde. Aber wir haben trotzdem einige Aufwertungen gesehen und keine einzige Abwertung. Also gute Entwicklung, Daumen hoch. Transfers. Jan Schlaudraff geht von Hannover 96 zu Vålerenga IF. Lukas Piszczek von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt. Ragnar Klavan von Werder Bremen zu Erzgebirge Aue. Ein Wechsel zwischen zwei meiner Ex-Vereine, zwischen zwei Ex-Vereinen von mir. Jan Washausen von Holstein Kiel nach Dynamo Dresden. Carsten Rusch von Augsburg nach Hannover. Und Tobias Werner von Eintracht Frankfurt nach Greuther Fürth. Bei uns stehen keine Verhandlungen an, es sei denn, ich suche mir jetzt welche. Ich würde ja gerne mit dem Can jetzt mal verhandeln, aber der will ja nicht. Probier's mit Khedira nochmal. Ist ja schon ein junger Mann, mit dem man auch. Quist und Gentner, die sind halt schon über 30. Khedira ist 23. Da doch, dann behalte ich ihn, dann verdient er halt viel. Aber ihr Spieler Sven Ulreich beschwert sich, weil er sich mit seinem Kumpel William Quist ein Zimmer teilen würde. Oder das nicht tun kann. Ja doch, dann den Khedira behalte ich dann doch.
Er hat zwar kein großes Talent, sondern nur ein mittleres, aber gerade in Anbetracht, dass es bei Quist und Gentner wahrscheinlich bald abwärts geht, bin ich gut daran gedacht, getan, tue ich gut daran, ihn zu halten. So, es geht auch für 2 Jahre mit Optionen für beide Seiten. Dann kriegt er auch seine Ausstiegsklausel für 14,4. Kann ich gar nicht auswählen, dann 14,5. Kriegt auch noch kleines Taschengeld hier in die Tasche, 300.000 Mark. Aber es reicht ihm immer noch nicht. Dann kriegt er hier immer noch 200.000 mehr. Und damit wurde sein Vertrag verlängert. Verdient jetzt mehr als Holzhauser, ob ihm das dem Holzhauser das schmeckt, aber wie auch immer. So, jetzt Testspiel gegen Wacker Burghausen. Da lasse ich jetzt auch mal ein paar Youngster spielen. Der Maletic darf mal ran. Der Plettenberg kommt mal ins Tor. Barnetta darf auch mal wieder ran. Ist jetzt natürlich kein Youngster. Kedira. Politanovic. Even. Bruno Soare. Philippe Lopez. Ja, komm. Der nicht viel zu sagen. Ich werde eh wieder fleißig durchwechseln in der Halbzeitpause. Gelbe Karte für Nico Kahnitz wegen Foulspiels. Eckball jetzt von der linken Seite. Savic auf Franke. Der Ball geht aufs Eck und landet im Netz. 1:0 Günther Franke nach Vorarbeit von unserem Superscorer Savic. Damit geht es weiter mit Politanovic auf Maletic. Wird von Felba bedrängt und er verliert den Zweikampf. Halbzeit. Es ist soweit. Friesenbichler kommt rein. Fitztum. Spielern wie Friesenbichler muss ich auch aufpassen. Das hat jetzt in der Winterpause noch nichts ausgemacht. Aber wenn es so weitergeht, wird er am Ende der Saison wahrscheinlich abgewertet, weil er keine Spielpraxis bekommt. Traoré, ich wechsle auf allen Positionen, wo die Leute auf der Bank sitzen, aber durch. Okay, Ibisevic nicht. Ibisevic kann auch nur Libero als Nebenposition. Ja, gut, dann spielt Ibisevic halt nicht. Bruno Soares ist noch. So. Männer, wir behalten unsere Taktik bei. Konzentriert weiterspielen, ja? Jawohl, ja. Weil es hier bei diesen Testspielen ja eher nur darum geht, die Fitness und so die Spielpraxis nicht zu verlieren. Politanovic mit dem 2:0, Traoré mit dem 3:0, das sieht doch schön aus. Khedira mit dem 4:0, das war doch jetzt die Vorentscheidung. Ausrufezeichen. Schaffen die Burghausen da noch das Ehrentor, wie man so schön sagt? Haben wir nochmal einen indirekten Freistoß, 17 Meter. Schröck auf Schwarz. Abseits, aber der Linienrichter lässt die Fahne unten. Ich merke halt jetzt gerade, muss ich mich mal wieder ein bisschen räuspern, aber ich finde es gerade schon gut, dass ich nicht mehr so oft huste. Weckt der Schleimlöser vielleicht mal. Calegoro Risotto wechselt von Düsseldorf nach Werder Bremen. Martin Röser von Hannover 96 nach Kaiserslautern. Beister, Maximilian Beister von Wolfsburg nach Nürnberg. Günther Franke verbessert sich bei seinen Zweikampffähigkeiten. Ich gucke mal auf die Uhr und beende diesen Part. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich in die Rückrunde starten. Bis dann!